Hier sind wir falsch. Das würde ich so nicht sagen, weil auf der Karte war Traverse Town und wir sind hier zurück in Traverse Town. Oder zumindest so in der Art. Das hier ist die Stadt Traverse. Das hast du ganz richtig erkannt, Sora. Deswegen auch auf der Karte und das hat er hat sie doch alles gesagt. Er sie es. Das ist nicht die Realität. Diese Stadt ist eine Illusion, die deinen Erinnerungen in dieser Karte entstammt. Was? Beziehungsweise wie bitte? Wie bitte, hä? Vergiss das jetzt, Sora, Donald und Goofy sind weg. Das stimmt. Was hast du gemacht? Gar nichts. Sie sind nun der Gnade der Karten ausgeliefert. Beherrsche die Karten und ihre Stärke ist wieder dein. Das war auch ein geiler Titel, die Gnade der Karten. Aller Yu-Gi-Oh! Bei Yu-Gi-Oh! War es das Herz der Karten, hier ist es die Gnade der Karten. Aber gut, lasst uns unseren ersten Kampf bestreiten und ihr seht's, wir haben hier die Karten. Die Gesetze dieses Schlosses verlangen, dass deine Freunde in Karten verwandelt werden. Wenn dir deine Freunde also am Herzen liegen, hebst du sie stets auf. Ja, gut, dann tun wir das mal. Die Kamera ist invertiert, aber was soll's. Aufgehobene Karten kommen vorne in dein Kartenset. Spielst du sie aus, kommen deine Freunde zu Hilfe geeilt. Ja, dann. Donald! Das ist jetzt extrem ineffektiv gewesen, aber okay. Benutzte Karten verschwinden, doch sie tauchen hier und da wieder auf, um dir beizustehen. Karten sind die Herzen deiner Freunde. Alles in diesem Schloss untersteht der Herrschaft der Karten. Ob nun Gegner oder Türen, Karten sind das einzige Mittel, Hindernisse zu überwinden. Aber du darfst darüber auch nicht deine eigene Stärke vergessen. Das heißt, ich kann hier tatsächlich im Gegensatz, ich glaube im Gegensatz zum Game Boy Advance Spiel, ich habe das Game Boy Advance Spiel nie gespielt, tatsächlich auch springen und ausweichen. Denke zuerst selbst nach, bewegen, dann Karte ausspielen. Und ich glaube, das macht das Spiel nicht unbedingt leichter. Also auf der einen Seite, klar kann ich ausweichen, wenn ich das tatsächlich im Game Boy Advance Spiel nicht tun konnte. Dann hilft das natürlich schon. Auf der anderen Seite macht es das Ganze natürlich extrem verwirrend und halt sehr actionreich, weil ich gleichzeitig laufen, ausweichen, springen und die Karten spielen muss. Könnte schwierig werden, aber gut. Jetzt weißt du, wie du mit deiner Stärke umgehst, verliere dabei aber nie den Gegner aus den Augen. Das heißt, die Zielerfassung ist R2. Warum nicht R1? Das ist doch blöd. Oh je. Ich weiß wiederum, warum ich das hier jetzt auf einfach spiele. Jeder Zug, den du machst, verbraucht eine Karte. Verbrauchst du alle Karten, bist du handlungsunfähig. Aber es gibt Abhilfe, spiele Karten aus, bis alle verbraucht sind und ich zeige dir wie. Ich finde das nett, dass er uns hier zeigt, wo der Hase langläuft. Er könnte uns auch einfach töten oder gefangen nehmen oder was auch immer er mit uns vorhat. Siehst du? Du hast keine Karten mehr und somit keine Kraft. Ich merke schon. Willst du deine Kraft zurück, musst du dich konzentrieren. Wünsche dir die Karten zurück und voilà. Das Problem ist, dass wir tatsächlich dafür stehen bleiben müssen, glaube ich. Die Kraft deines Herzens hat die verlorenen Karten zurückgebracht. Du kannst verlorene Karten jederzeit zurückwünschen, aber mit jedem Mal brauchen die Karten länger, um zurückzukehren. Die Karten sind keineswegs unbegrenzt und nutze sie weise. Sieh den Kampfverlauf voraus und wähle die effektivsten Karten. Du kannst jede Karte im Set ausspielen. Ja, ganz einfach, indem ich. Ah, das kann ich auch mit L1 und R1. Was auch verwirrend ist, weil mit L1 bewege ich die Karten nach links, okay. Aber ich wähle quasi mit L1 die Karte rechts. Das finde ich extrem irritierend. Muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich sau irritierend.
Die vier verschiedenen Kartentypen, die du im Kampf verwendest, sind in zwei Kategorien aufgeteilt. Die erste Kategorie umfasst Angriffskarten, Magiekarten und Itemkarten. Die zweite Kategorie besteht allein aus Feindeskarten. Um Karten aus der anderen Kategorie zu verwenden, muss ich Select drücken. Kann jetzt allerdings nur nochmal zurückswitchen. Die Karten werden dir Kraft geben, egal ob du angreifst oder dich verteidigst. Wenn du angreifst und wann du dich verteidigst, liegt aber bei dir, vergiss das nicht. Das war auch so ein Ding. Ich habe das im Tutorial gesehen und habe es ja auch gemacht. Aber ich bin immer irgendwie davon ausgegangen, dass ich die Feindeskarten nicht mehr auswählen muss, sondern dass so automatische Verstärker sind. Das war auch sehr blöd, aber... Naja gut, man lernt nie aus. Ich hoffe, ich mach's in diesem Durchgang besser. Und ich hoffe, dass ich die Steuerung umstellen kann, weil wie gesagt, gerade das mit R1 und L1, das verwirrt mich jetzt schon. Alles okay mit euch? Wo habt ihr gesteckt? Sag du es uns. Als du die Tür geöffnet hast, war da dieses seltsame Licht. Und danach weiß ich nichts mehr. Das hilft mir nicht weiter. Wir müssen uns erinnern. Mein Tagebuch muss schließlich akkurat sein. Genau, da würde ich mir Sorgen drum machen. Hey Donald, woher habe ich die neuen Klamotten? Ja, das ist auch so eine Videospielfrage. Quack! Quack finde ich auch geil. Jemand erlaubt sich einen Spaß mit unseren Kleidern. Ja, das ist euer Problem. Das kannst nur du selbst wissen, ist auch immer so ein Satz. Beherrsche die Karten und bahne dir deinen Weg durch das Schloss. Ab hier läufst du allein weiter. Allein? Wir dürfen dir nicht begleiten, das ist nicht fair. Ja, ohne unsere Hilfe ist Sora völlig auf... Genau. Ich meine, gut, eure Hilfe war immer ganz praktisch, wenn ihr tatsächlich mal zu was nützlich wart. Kommst du wirklich klar? Ja, durchaus. Ich soll allein weitergehen? Gut, ich kann auf mich aufpassen. Tapfere Worte eines Helden. Geh, das restliche Schloss des Entfallens erwartet dich. Wandle auf den Pfaden der ruhenden Erinnerungen und triff jemanden, der dir nahesteht. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Ja, zu Recht. Aber keine Sorge, Jiminy, ich bin auf alles vorbereitet, was er im Schilde führen könnte. So schwer kann es doch auch nicht sein, bei diesen Karten durchzusteigen, oder? Ich muss doch nur eine von dieser Tür da drüben verwenden. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Karte erhalten, nämlich den Schlüssel des Anfangs. Und ja, ich würde sagen, damit machen wir die erste Tür dann auch gleich auf. Sobald uns das Spiel lässt. Du kannst die folgenden Handlungen auf dem Spielfeld ausführen. Bewegen, umsehen und nach vorne sehen. Schlüsselschwert, Schwingen, Sprung und Ausweichrolle. Also prinzipiell so ziemlich alles, was ich normalerweise auch kann. Auf Objekte mit deinem Schwert einzuschlagen hat diverse Folgen. Versuche mal, das Fass zu zerschlagen. Alles klar. Ah, eine Karte. Oh Gott, die Kamera ist endet. Ah, ich muss die Kamera und die Karten umstellen. Bitte. Markierte Objekte können hochgehoben oder geworfen werden. Ja, funktioniert alles genauso wie in Kingdom Hearts auch. Berührst du einen Herzlosen auf dem Spielfeld, initiierst du einen Kampf. Doch, du kannst ihm einen Erstschlag verpassen, um Vorteile im Kampf zu erlangen. Ja, in dem Fall werfe ich erstmal das Ding, so allerdings nicht. Dann haue ich ihn halt. Das funktioniert auch. Zum Glück jetzt hier noch. Ja, und dann geht's hier mehr oder weniger genauso weiter, wie es bei Kingdom Hearts auch weiter ging. Nur, dass ich eben... die Karten verwende.
Hier habe ich zum Beispiel auch noch, ich glaube, das hier ist, dass ich die Karten alle wieder krieg. Das hier müsste Vita sein. Manchmal sieht man auch, was für Karten die Gegner gespielt haben. Und den Kartenstich gibt es auch noch. Darauf komme ich allerdings wahrscheinlich auch gleich erst zurück. Erstmal machen wir ihn hier fertig. Und kriegen eine Karte, die harmlose Dunkelheit. Mit der Karte, also wir können... Na gut, das Spiel wird es uns erzählen. Um Türen auf dem Spielfeld zu öffnen, drücke Dreieck vor einer Tür. Genau, das ist nämlich das Ding. Wir können dann nämlich hier eine dieser Karten auswählen und kommen in einen entsprechenden Raum. Um in den nächsten Raum zu gelangen, brauchst du eine Raumkarte, wie zum Beispiel hier die harmlose Dunkelheit. Raumkarten werden dazu verwendet, neue, unerforschte Räume zu generieren. Wähle zuerst eine Raumkarte aus. So, in dem Fall haben wir hier jetzt auch die Karteninfo unten. Das hier ist eine Karte der Stufe 1, das hier ist eine Karte der Stufe 2. Und man sieht, wir brauchen, um die Tür zu öffnen, eine Karte der Stufe 1 oder höher. Gibt auch immer verschiedene Sachen, die wir tatsächlich brauchen. Könnte zum Beispiel sein, dass wir eine Stufe 6 Karte brauchen oder dass wir unbedingt eine Stufe 5 brauchen und nicht höher, tiefer, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ich darf hier wohl scheinbar nur die blaue Karte leider wählen. Die Bedingung hier gibt dir an, das habe ich gerade schon erzählt. Schlüsselkarten können nur bei ganz bestimmten Türen verwendet werden, das habe ich noch nicht erzählt. Das sind hier die Karten. Aber in dem Fall werde ich wohl die blaue Karte nutzen müssen, damit ich dann anschließend meinen Spielstand speichern darf. Großzügig von dem Spiel. Das sich drehende Licht vor Sora ist ein Speicherpunkt. Stelle dich davor und drücke Dreieck, das übliche. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Leute, die das Let's Play hier geguckt haben, entweder Kingdom Hearts selbst gespielt haben oder tatsächlich das hier übrigens mein alter Spielstand oder tatsächlich ein Let's Play oder vorzugsweise natürlich mein Let's Play zu Kingdom Hearts geschaut haben. Aber ja, schauen wir mal. Mehr gibt's hier, glaube ich. Oh, die Kamera. Kann ich die Kamera bitte horizontal invertiert, Kampfsteuerung. Das ist schon mal besser, glaube ich, weil ich mit R1 ins Visier nehmen das gewöhnt bin. Mit R2 und L2 kann ich allerdings immer noch. Leider kann ich das nicht umstellen, aber immerhin den Schwierigkeitsgrad kann ich auch nicht mehr umstellen, das macht aber nichts. Soweit bin ich erstmal froh, dass ich wenigstens die Kamera invertieren konnte. So, und kriegen hier noch ein paar Mokri-Punkte. Was MP, beziehungsweise in dem Fall Mokri-Punkte machen, das werden wir später erfahren. Lohnt sich aber tatsächlich hier auf alles mal drauf zu hauen, was so in der Umgebung rumhängt. Da kommt nämlich entweder Lebenspunkte oder halt Mokri-Punkte bei raus. Und ich glaube, gerade die Mokri-Punkte werden im späteren Verlauf noch ziemlich wichtig, wenn man denn damit umzugehen weiß. Und ich hoffe, dass ich lerne, wie man damit umgehen kann. Aber gut, lasst uns die nächste Tür öffnen. In dem Fall werden wir die harmlose Dunkelheit einsetzen müssen. Harmlose Dunkelheit heißt, dass da relativ schwache Gegner kommen. Es kommen halt ein paar Gegner. Und ich denke, es lohnt sich tatsächlich auch, die Räume immer soweit frei zu räumen, was Gegner angeht. So, keine Ahnung, was das war. Aber lasst uns einfach unseren nächsten Kampf kämpfen. Los, mach sie fertig.
Bin mal gespannt, wann uns das Spiel den Kartenstich erklärt. Aber ja, tatsächlich bin ich momentan irgendwie nur dabei, die Karten zu stechen. Ihr seht, ich bin extrem untaktisch. Und haue momentan... Na super, das war genau der falsche Gegner, auf den du da drauf gekloppt hast. Killers. Und haue momentan tatsächlich einfach nur wahllos drauf. Das kann man alles vermutlich viel... Und sollte man vermutlich auch viel taktischer angehen, aber gerade bei Zipfelgegnern ist das vielleicht immer so eine Sache. Außerdem haben wir hier gleich mal einen Stufenanstieg und können uns auswählen, ob wir mehr LP haben, ob wir mehr KP kriegen. Das heißt, wir können unser Deck auch selbst zusammenstellen und umso mehr Kartenpunkte wir haben, desto mehr Karten können wir theoretisch in unser Kartendeck reintun oder eben entsprechend stärkere. Oder wir können ein Spezialmanöver erlernen, in dem Falle Sturmlauf. Je nachdem, welche Karten wir kombinieren, glaube ich, machen wir dann ein entsprechendes Kommando. Ich werde jetzt fürs Erste die Vitalität einfach mal hochstufen. Muss mir unbedingt mal noch einen Plan machen, wie ich mich am besten auflevele. So, das hier hat zum Beispiel nicht funktioniert, was den Erstschlag angeht. Aber das war so alles in allem jetzt auch nicht wirklich der schwere Kampf. Von daher, na gut. Aber gut, dass die Gegner hier jetzt anfangs noch relativ witzlos sind, ist ja prinzipiell auch nicht schlecht. Und ich finde es schön, dass Donald hier immer die komplett falschen Karten nutzt. Also was heißt die komplett falschen Karten nutzt? Ich frag mich, ja, ich kann schon kombinieren. Sehr cool. Das ist auch so eine Sache, ich kann hier theoretisch Karten da oben reinstecken und dann entsprechend mit einem Kombinationsangriff verwenden. Dadurch haben sie halt eine höhere Nummer, können nicht so leicht gestochen werden. Ob das jetzt bei den schwachen Gegnern hier so praktisch ist, keine Ahnung. Aber ja, das Problem, wenn ich das mache, ist allerdings... Wenn ich mich recht entsinne, dass die Karten eben nicht wieder zurückkommen, die ich in so einer Kombination verbrauche. Ich glaube, das war nämlich das Ding. Karten in einer Kombination kommen nicht wieder zurück ins Deck, wenn ich sie wieder neu bringe. Und ich glaube, ich brauche erstmal richtig Lebenspunkte hier, bevor ich irgendwas anderes mache. Aber wie gesagt, ich bin definitiv nicht gut in dem Spiel, das ist auch nicht unbedingt ein Geheimnis, dass ich hier keine Ahnung habe. Ich frage mich, was die Kisten hier machen. Was machen die Kisten? Also ich meine, natürlich kommen die Karten wieder zurück, wenn man einen Kampf beendet hat, aber gerade bei Bosskämpfen könnte es ziemlich unpraktisch sein, keine Karten mehr zu haben. So, hier ist es allerdings auch relativ cool, wenn man mehrere Gegner auf einmal quasi erwischt. Huch, was habe ich denn jetzt gedrückt? What? Das war falsch, aber ich mache es trotzdem. Hat nämlich gereicht. Wie gesagt, ja, das mit dem...
Ihr werdet mir hier wahrscheinlich öfter mal beim absoluten Versagen zugucken müssen. Tut mir auch ein bisschen leid, aber ich glaube, anders geht's hier nicht. So, außerdem habe ich hier jetzt die Wahl zwischen... Habe ich eine Karte? Ich habe schon eine Karte, genau. Ich habe hier die Wahl zwischen zwei Räumen. Ich kann einmal links zu dem Story-Raum gehen und ich kann quasi geradeaus zu einem normalen weiteren Raum. Und ich würde sagen, wir gehen hier erstmal... Wir gehen hier erstmal quasi zum Abschluss dieses Parts in den Storyraum. Nach dem Kampf hier natürlich. Versteht sich. So, der Sturmlauf. Schlittere auf weit entfernte Gegner zu und gib ihnen aus nächster Nähe Saures. Drei Angriffskarten des gleichen Typs, also wie hier zum Beispiel drei Schlüsselschwerter. Mit dem Gesamtwert von 10 bis 15. Wenn ich die Karten also kombiniere und habe einen Gesamtwert von 10 bis 15, werde ich den Sturmlauf nutzen. Das ist doch schon mal, könnte doch schon mal ganz praktisch sein. Aber wir gehen jetzt hier erstmal, wie gesagt, die Story weiterführen und beenden damit diesen Part. Türen mit einer Krone sind besondere Türen. Du benötigst spezielle Karten, sogenannte Schlüsselkarten, um diese zu öffnen. Doch die passende Schlüsselkarte allein reicht nicht aus, um die Tür zu öffnen. Hier in dem Fall brauchen wir noch eine Stufe 1 oder höher Karte. Die Raum. So, hier haben wir zum Beispiel eine 0, eine 2 und eine 5. Und da werde ich hier einfach mal die 2. Kann ich die 0 auch verwenden? Nee, schauen wir mal. Nee, natürlich nicht. Wäre auch Quatsch. Ich dachte, eventuell gilt die 0 so als Joker, aber nee, dann verwenden wir hier einfach mal die 1. Und entsprechend die Schlüsselkarte und schauen uns die Story an, um dann im nächsten Part weiter in Traverse Town rumzusuchen. Alleine zu kämpfen ist schwerer als ich dachte. Hört auf, so aus dem Nichts zu erscheinen. Wir können nichts dafür, keine Ahnung, was hier vor sich geht. Uah! Pluto! Es wird ja immer mysteriöser, was macht denn Pluto hier? Ich wüsste nicht, was daran mysteriös sein sollte, wir sind doch mit Pluto in die Stadt Traverse gekommen, oder? Ach ja? Ja. Donald, erinnerst du dich etwa nicht? Nein, halt! Halt? Meine Chronik sagt, ihr seid vor der Begegnung mit Sora mit Pluto in die Stadt gekommen. Quack, du hast recht. Wir sind Pluto hinterhergejagt und sind so letztlich im Schloss des Entfallens gelandet. Wir sind nicht in der Stadt Traverse. Gott, die beiden sind verwirrt. Nun ja, das ist nicht wirklich die Stadt Traverse. Ich denke, die Karte hat diese Stadt innerhalb des Schlosses des Entfallens erschaffen. Ah, wer soll denn hier noch mitkommen? Ist doch alles viel zu verwirrend. Da gebe ich Sora ausnahmsweise mal recht. Ich meine, noch ist es relativ einfach, aber... Ne. Ich weiß nicht, wo wir sind, aber lasst uns weiterziehen und weiterhin Herzlose erledigen. So kommen wir schon wo an. Seid besser vorsichtig, sonst sind es die Herzlosen, die euch erledigen. Sprach Leon.
Leon, du bist es. Was machst du hier im Schloss des Entfallens? Schloss des Entfallens? Was redest du da? Das ist die Stadt Traverse. Und woher kennst du meinen Namen? Wer bist du? Ha? Ich habe euch noch nie im Leben gesehen. Lass die Spielchen lernen. Wir haben doch alle gegen die Herzlosen gekämpft. Das weißt du. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich kenne nicht mal euren Namen. Echt nicht? Tut mir leid. Auf jeden Fall alles schwer verwirrt hier. Ich fasse es nicht, wie kannst du uns nur vergessen haben? Hey, tut mir ja echt leid, aber ihr verwechselt mich. Passiert laufend. Nimm's nicht persönlich, Sora. Ha. Du kennst seinen Namen ja. Halt, stopp. Woher kenne ich deinen Namen? Denkst du, dass Leon bloß Spaß macht? Ich glaube nicht, dass Leon der Typ für Späße ist. Wer macht hier bloß Spaß, Goofy? Du und Donald seid doch diejenigen, die... Ich kapiere das nicht. Was ist bloß mit meinem Gedächtnis los? Was geschieht hier? Keine Ahnung, Leon. Vielleicht hatte Aerith ja doch recht mit ihrer Ahnung. Tada, Yuffie ist da. Ich sagte, ich würde eine... sie sagte, sie würde eine Art unheimliche Macht spüren und bat uns, der Sache nachzugehen. Und das fällt definitiv unter die Kategorie unheimlich. Vielleicht sollten wir Sora zu Aerith bringen. Yuffie, du kennst ja meinen Namen. Ja, und du meinen offensichtlich auch. Seid ihr Freunde? Nein, er ist mir völlig fremd, aber ich kenne seinen Namen. Ist doch praktisch, so sparen wir uns langatmige Selbstvorstellungen. Ja, ich heiße Sora, ist jetzt nicht unbedingt so langatmig, aber... Ah, damit werden ja all unsere Probleme gelöst, genau. Nun, ich gehe vor und erkläre Aerith alles. Leon, du führst Sora und die anderen herum. Bis später. Tschüss. Grübeln bringt uns auch nicht weiter. Kommt schon, folgt mir. Aber passt auf, es befinden sich noch immer Herzlose in der Stadt. Ich zeige euch besser, wie ihr euch im Kampfgetümmel schützt. So, kommt jetzt der Kartenstich. Siehst du die Werte auf deinen Karten? Sie reichen von 0 bis 9 und je höher der Wert ist, desto stärker ist die Karte. Spielen du und dein Gegner gleichzeitig eine Karte aus, gewinnt der höhere Wert. Na los, probier's mal. Ja, das war der Kartenstich. Soweit alles klar? Eine Karte mit höherem Wert auszuspielen durchbricht die Verteidigung des Gegners. Das nennt man einen Kartenstich. Spielst du eine niedrige Attacke aus, wird deine Attacke abgewehrt. Selbst starke Karten können abgewehrt werden, wenn der gegnerische Wert höher ist. Wer auch immer einen Stich verliert, muss eine Attacke einstecken. Sieh zu, dass du nicht allzu oft verlierst. Karten mit dem Wert 0 sind besondere Karten. Es ist egal, welche Karte dein Gegner ausspielt, du kannst sie stets mit einer 0-Karte stechen. Aber spielst du eine 0-Karte zu früh aus, kann der Gegner sie mit jeder beliebigen Karte stechen. Sprich, kommt sie als Antwort, dann ist sie die stärkste Karte, kommt sie als erstes die schwächste. Versuche das Beste aus ihr zu machen. Von den Kartenwerten hängt auch die Zusammenstellung des Sets ab, vergiss das nicht. Jetzt wird es Zeit, dir beizubringen, wie du Karten kombinieren kannst. Du kannst Karten nicht nur einzeln benutzen, du kannst auch 3 Karten sammeln, bis zu 3 Karten, glaube ich, und dann alle auf einmal ausspielen. Das nennt man in petto haben. Karten in petto auf einmal auszuspielen ist effektiver, als sie einzeln auszuspielen. Los, probier's ruhig mal. Wähle einfach 3 Karten aus deinem Set aus. Ja, machen wir jetzt auch. Wir wählen einfach die 3. Haben dann 12 und damit den Sturmlauf sogar. Die Summe aus deinen 3 Karten in petto ergibt den Wert, den du ausspielst.
Der Wert ist in der Regel hoch und nur schwer zu stechen, die Combo-Attacke sehr stark. Du musst dich nicht zurückhalten, zeig mir, was du drauf hast. Combo-Attacken sind dabei aber nicht dein einziger Vorteil. Wähle deine Karte weise und du entfesselst mächtige Kombinationen, sogenannte Spezialmanöver. Es gibt die verschiedensten Spezialmanöver und alle haben ihre eigenen Kartenkombinationen. Probier doch mal, sobald du mehr Karten besitzt und ein paar Spezialmanöver erlernt hast. Bedenke dabei aber eines: Benutzt du ein Spezialmanöver, na jetzt kommt's, verlierst du immer die erste Karte, die du dafür in petto hattest. Du kannst sie nicht nachstocken, sie kommt erst nach dem Kampf zurück. Verlässt du dich nur auf Spezialmanöver, stehst du somit bald ohne Karten da und das ist nicht gut. Das habe ich auch gemerkt, ja. War aber nicht das einzige Problem, das ich hatte, von daher. Na gut. Kommst du soweit klar, Sora? Ja, mehr oder weniger. Den Rest eigne ich mir in ein paar Kämpfen an. Die lagen hier rum, nimm sie. Denke an das, was ich dir gesagt habe und nutze es. Es ging dir wahrscheinlich noch ein paar Karten. Genau, hier in dem Fall Simba. Schlüssel der Fügung.